Willkommen, liebe Kollegen, liebe Gäste draußen an den Bildschirmen zu unserer Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel SV Spielberg gegen den FK Pirmasens. Bei mir sind die beiden Cheftrainer, zu meiner Rechten willkommen Peter Tretter und links unser Cheftrainer Hartmut Kaufmann. Herr Tretter, Ihre Mannschaft stark begonnen und dann doch nicht erwartet die starke Gegenwehr des SV Spielberg, oder? Ja, doch, die Gegenwehr hatte ich schon erwartet. Ja. Wie Sie schon gut gesagt haben, wir sind gut ins Spiel reingekommen und hatten am Anfang wirklich zwei sehr große Möglichkeiten, um hier früh in Führung zu gehen. Was in der Phase, glaube ich, auch verdient gewesen wäre. Dann waren wir ab der 20. Minute sehr passiv gewesen. In der Phase macht dann auch Spielberg nicht unverdient das 1-0 zur Pause. Ab der 30. Minute des Spiels so ein bisschen hingeplätscht hat, Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach der Pause sind wir wieder gut reingekommen, hatten auch da einige Möglichkeiten uns rausgespielt, bloß vom Tor nicht diese Konsequenz gehabt, die du brauchst, um ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du in einem Auswärtsspiel, wie wir heute gehabt haben, dir so viele Möglichkeiten rausspielst und dann kein Tor machst, dann hast du nicht verdient zu gewinnen. Ich bin kein Spieler, kein Trainer, der rumeiert und sagt, ja, wenn und aber. Wir haben die heute 2-0 verloren, wir haben es nicht fertig gebracht, im Auswärtsspiel ein Tor zu machen, dann kannst du kein Spiel gewinnen. Hinten raus haben die Spielwerker Kontermöglichkeiten, wenn sie die besser ausspielen, geht das Spiel ja 3-4-0 raus, ehrlich muss ich sein. Unterm Strich definitiv zu wenig für uns. Wir wollten hier heute gewinnen, gerade gegen Mannschaften, die in unserem Bereich stehen, die auch hinter uns stehen. Da musst du Punkte sammeln, um in der Klasse zu bleiben. So werden die nächsten Wochen für uns nicht leichter. Wir haben jetzt noch ein kleines Polster von 4 Punkten auf die nächste Mannschaft hinter uns. Spielen jetzt nächste Woche zu Hause gegen Elbersberg. Diese Aufgabe wird auch nicht leichter. Und wir müssen halt versuchen, in den nächsten 5, 6 Wochen noch die Punkte zu holen, die wir am Schluss brauchen, um die Klasse noch zu halten. Dem SV Spielberg alles Gute für die restlichen Partien und auf eurem Weg weiterhin viel Erfolg. Recht herzlichen Dank. Danke, Peter Tretter. Hartmut, Gratulation zum 2-0-Sieg. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen. Der zweite Heimsieg in Folge. Man hat heute auch gemerkt, dass die Kräfte wieder da sind nach 2 englischen Wochen. Ja, vielen Dank erstmal für die Wünsche. Das ist schon klar, dass wenn wir so eine englische Woche haben und dann fehlen einfach die Kräfte, dann ist man vom Kopf her nicht ganz frei, wenn man gerade so ein Halbfinale verliert. Heute hat sie wieder gezeigt, die Mannschaft. Wir haben es, wie mein Kollege schon gesagt hat, die ersten 20 Minuten, ganz klar, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber ich denke mal, je länger das Spiel ging, haben wir es hinbekommen, besser gegen den Ball zu arbeiten, auch die Räume besser zuzustellen und besser enger zu machen, dass Pirmasens gar nicht in die Rolle reinkam, um ihr Spiel durchzuziehen. Und wie es auch mein Kollege schon gesagt hat, ich denke mal, das 1-0 war richtig gut rausgespielt. Das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Zweite Halbzeit war es, denke ich mal, so ein bisschen ein offener Schlagabtausch. Wobei meine Mannschaft da, ich denke mal, recht ruhig und sachlich den Ball verteidigt hat. Und wir haben die Konter gehabt, wir haben die Konterchance gehabt. Und letztendlich, also 3 oder 4-0, das ist mir egal. Wichtig war, dass wir einen Konter nochmal setzen konnten. In einer Phase, wo ganz klar Pirmasens noch mehr Spielanteile hatte. Wir haben den Konter gut gesetzt und haben das 2-0 erzielt. Und ich denke mal, also nicht ganz unverdient. Vielen Dank. Hartmut, was heute sehr positiv auffiel, gerade im Vergleich zu den letzten Spielen, dass auch viel mehr klare Torchancen rausgespielt wurden. Ja, das war halt jetzt heute die Situation, dass wir wieder gut kombiniert haben, gut nach vorne gespielt haben. Das gelingt nicht jeden Sonntag oder jeden Samstag oder in jedem Spiel. Heute war es gut und ich denke mal, dafür hat sich ja die Mannschaft belohnt mit dem 2-0-Sieg. Herr Tretter, Sie haben es schon angesprochen, dass Sie vielleicht noch in den Abstieg so kommen. Glauben Sie das wirklich bei der Konstellation? Davor habe ich meine Mannschaft schon 5 Wochen gewarnt, weil jeder bei uns im Umfeld, im externen oder internen Umfeld, sich schon sehr sicher gefühlt hat. Ich weiß, wie die Mannschaften hinter uns, ob das Balingen ist oder auch Steinbach von der Qualität her sind. Wir mit unserem sehr dünnen Kader, wir haben jetzt heute gerade mal, glaube ich, 15 Spieler auf dem Spielbrichsbogen gehabt und das wird bis zum Schluss für uns schwer. Der Vorteil für uns vielleicht, wir wussten über die Situation vorher schon, dass für uns, wie genau für den Gegner auch, vom ersten Spieltag ab hier um die Existenzen der Klasse geht, sind auf die Situation nicht unvorbereitet und wollen versuchen, wie gesagt, in den nächsten Wochen diese Punkte noch zu holen, weil ich glaube, Steinbach und Balingen im Moment positiven Lauf haben.
werden ihre Punkte noch sammeln und wir müssen unsere Punkte in Saarbrücken vielleicht holen, bei Saarland 5 oder auch in Neckar-Elz, wo man am Schluss dann diese 37, 38 Punkte, die du glaube ich brauchst in der Klasse, um nächstes Jahr wieder hier spielen zu dürfen, noch zu holen, weil ich immer noch fest davon ausgehe, dass 5 Mannschaften die Klasse verlassen werden am Schluss und da wollen wir nicht dabei sein. Hartmut, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Neckar-Elz hat sich ja jetzt, diese Woche ist es bekannt geworden, aus der Regionalliga gezogen. Was verändert das? Weiß ich nicht, weil ich mich auf meine Mannschaft konzentriere und ich konzentriere mich auf meine Trainingsarbeit und ich konzentriere mich auf die Spielvorbereitung und wie meine Mannschaft im Spiel arbeitet und die Situation gestaltet. Das ist okay, was jetzt Neckar jetzt macht, das ist denen ihre Sache, das betrifft mich als Trainer nicht, weil ich mich auf das Sportliche hier konzentriere. Und wenn es dazu kommt, dass es eine Situation gibt, dass wir aufgrund von dessen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, die Klasse vielleicht geschenkt bekomme, dann nehmen wir das Geschenk natürlich gerne an, das ist ja klar, das ist ja keine Frage, aber mich als Trainer interessiert es nicht, weil ich habe genug zu tun mit den Trainingseinheiten und mit der Spielvorbereitung und das genügt da mir. Danke. Jetzt hole ich etwas aus. Letzte Saison hat es ja lange gedauert, bis man überhaupt über die Meisterschaft oder über den Aufstieg geredet hat. Es geht um Erwartungen und was für Erwartungen darf man jetzt für die restlichen Spieltage an die Mannschaft haben und darf man eigentlich den Klassenerhalt so als Ziel ausgeben oder in den Fokus nehmen? Die Erwartungen, die ich an die Mannschaft stelle, ist, dass sie in der Trainingseinheit gut arbeitet. Jeder Spieler sich im Rahmen seiner Möglichkeiten in die Trainingseinheit voll reinhaut und dass jeder Spieler im Spiel alles gibt. Für die Mannschaft, für den Verein, für sich selber. Und das sind meine Erwartungen und ich würde das jetzt nicht irgendwo an Schlagworte wie Klassenerhalt oder sonstige Dinge. Es war uns ganz klar vor der Saison bewusst, es gibt ein schwieriges Jahr oder ein schweres Jahr, aber ich bin immer noch der Meinung, wir haben was Tolles erreicht. Ja, wir dürfen in einer Liga spielen und ich denke mal, wir sollten uns freuen auf die Spiele. Und heute war auch wieder eine Situation, man hat gemerkt, dass die Leidenschaft und das Engagement der Mannschaft von den Zuschauern honoriert wurde. Die Zuschauer sind trotzdem gekommen bei dem schlechten Wetter, haben den SV Spielberg unterstützt und das hat man sofort gemerkt, dass die Zuschauer auch da waren. Sie haben das gespürt gehabt, aha, die Mannschaft gibt heute ja, Vollgas und die waren sofort da und das sind meine Erwartungen, die ich an die Mannschaft stelle als Trainer. Danke. So, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann schließe ich die Pressekonferenz. Wünsche unseren Gästen Peter und Trainer guten Heimweg und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, Hartmut Kaufmann. Und ich glaube, hier gibt es noch etwas zu feiern heute. Das war's. Tschüss und auf Wiedersehen. Hartmut, alles Gute noch. Danke gleichfalls. Gute Fahrt.